Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich, habe hier ein sehr teures Schätzelein und zwar kostet dieser Armani-Adventskalender 355 Euro. Und wenn du mit mir zusammen reinschauen möchtest, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier auch wirklich den Preis erreichen werden, werttechnisch. Genau, das gilt es gleich herauszufinden. Wow, also 355 Euro. Dieses Ding muss eigentlich sehr, sehr viel für mich machen können, theoretisch. Ich bin gespannt, was wir hier drin erwarten dürfen. Den kann man bei Lookfantastic bestellen. Und ich hatte das unheimliche Glück, dass Lookfantastic mir den auch zugeschickt hat. Krass, also wirklich krass. Ihr könnt dort immer mit Claudi Welt den maximalen Rabatt bekommen. Ich weiß nicht, ob der auch auf diesen Adventskalender gilt. Normalerweise macht Armani nicht bei diesen Influencer-Rabattgeschichten mit. Aber ich möchte mit euch mal schauen, was sich hier drin verbirgt. Und nicht nur ich habe ihn bekommen, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Ich bin ein bisschen ehrfürchtig, ne? Ich bin froh, dass er doch etwas schwerer ist, als ich anfangs dachte. Und solltest auch du Teil dieser verrückten Crew werden wollen, dann abonnier doch gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Armani, Leute, ne? Wow, also wenn hier kein Full-Size-Parfüm drin ist, dann bin ich, glaube ich, echt traurig. Man kann, glaube ich, auch online sehen, was so drin ist. Ich versuche jetzt mal erstmal die Umverpackung wegzumachen. Hier hinten stehen dann auch nochmal alle Produkte und Inhaltsangaben mit drauf. Und so schaut der Adventskalender einmal aus. Ach so, und weil ich halt den zugeschickt bekommen habe quasi, möchte ich gerne auch einen selbstbefüllten Adventskalender in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Es ist schon sehr, sehr edel gemacht mit diesem, ne, wie sich das auch so öffnet. Und dann hast du hier noch etwas, was das Ganze schützt irgendwie. Dann hast du hier auch Gott sei Dank keine Kläppchen, sondern Schubladen. Puh, reden wir nicht weiter um den heißen Brei drumherum. Wir machen ihn jetzt auf. Der 1. Dezember enthält ein Produkt, was schon mal schön eingepackt ist. Ich würde übrigens hier Mini-Größen nicht so nice finden, aber die werden wir safe drin haben. Und ich glaube, wir haben hier allerhand Miniaturen auch drin enthalten. Ne? Das ist der Lip Maestro Intense Velvet Color in der Farbe 107. 6,5 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, das dürfte ein flüssiger Lippenstift dann entsprechend sein. In Nuda. Oh ja, das ist ein wunderschöner Ton. Das ist so ein bisschen bräunlich, wobei der auch ein bisschen in die Leberwurstrichtung geht. Da weiß ich nicht, ob er mir dann wirklich auch steht. Wir können ihn ja mal swatchen. Oh, der ist sehr fest, glaube ich, ne? Ja, oh. Sehr mußig, aber sehr deckend. Ich glaube, das gefällt vielen. So schaut er einmal aus. Nee, auf dem, also jetzt als Swatch mag ich den leiden. Der ist hübsch. Jede Schublade hat übrigens sein eigenes Fach. Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und hier haben wir jetzt den 2. Dezember. Hier ist was sehr Kleines drin. Und zwar der Klassiker Giorgio Armani C. Hier haben wir das Eau de Parfum mit 7 Millilitern. Es ist ein Duft, der gefällig ist, aber auch zu Kopfschmerzen neigen kann. Ne? Also, dass er Kopfschmerzen macht. Bei mir ist es auf jeden Fall so, ein floraler Duft ist das. Ich mag tatsächlich die neue Variante davon noch ein bisschen lieber. Das hatte ich mal letztens als Probe. Den hier kann ich leider nicht mehr so gut verwenden. Den habe ich eine Weile gehabt. Hat mir leider wirklich auch zu viel Kopfschmerzen bereitet. Aber ich sammle ja fleißig für den nächsten Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, der dann auch hier sehr, sehr bald verlost wird. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine kleine, hoffentlich feine Nummer 3. Das enttäuscht mich ein bisschen, weil es leider nur eine Travel Size ist. Und hier steht tatsächlich sogar drauf, not for individual sale. Bei einem 355 Euro Adventskalender nur 2 Milliliter von der Giorgio Armani Eyes to Kill Mascara reinzumachen, finde ich mau. Bin ich vollkommen ehrlich. Und das enttäuscht mich auch ein bisschen. Klar, man konnte online auch den Inhalt sehen, ne? Hier haben wir ein sehr opulentes, großes Faserbürstchen, was Volumen versprechen wird. Weiß ich nicht. Hier haben wir die Nummer 4 und hier haben wir etwas Größeres drin enthalten, was ich sehr begrüße. Oh nein, echt jetzt? Fluid Sheer von Armani 18 ml Glow Enhancer. Oh, ich glaube, das ist so eine Art Zwischending zwischen Highlighter und Primer quasi. Hier steht es auch Glow Enhancer, Highlighter. Ne, kannst du machen, wie du willst ja im Prinzip. Muss ich mal gucken, wie ich das so finde. Es ist auf jeden Fall ein großes Produkt, ne? Scheint aber auch relativ groben Schimmer mit drin zu haben. Ich meine, das sieht man hier an der Seite, glaube ich, ganz gut, ne? Ich glaube, das ist auch so ein ähnliches Produkt, so ein bisschen wie von Charlotte Tilbury, oder? So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Wir swatchen den jetzt auch mal so ein bisschen. Der kommt hier mit einem Pumper, hat hier auch ein Glasflakon. Dürfte farbtechnisch bei mir vielleicht auch passen. Ich gebe mir jetzt einen Mini-Tropfen hier drauf. Ich glaube, ich würde den wirklich als Primer verwenden, um meine Base ein bisschen aufzuhellen.
hellen, aber also er hat einen schönen Glow. Er ist nicht so grob, wie ich das erst befürchtet hatte. Der ist schon schön. Der ist schon schön. Und ich muss gestehen, sowas habe ich ja auch ein Stück weit drin enthalten, erwartet, auch wenn das natürlich ein farbgebundenes Produkt ist. Der 5. Dezember ist ein Tag von Nikolaus und hier haben wir ein Büchslein drin. Ich hätte mich übrigens, apropos Büchslein, sehr gefreut, wenn wir hier auch noch so eine Pappumverpackung von dem Ding gehabt hätten, von der Miniatur. Das macht nämlich das Ganze gerade für Sammler zum Beispiel noch ein bisschen hochwertiger. Hier haben wir jetzt drin enthalten, auch von Armani natürlich, Eyes to Kill Stella Bouncy High Pigment Eye Color in der Farbe 3. Oh, das ist ein Creme-Lidschatten und ja, ich verwende ab und an auch mal Creme-Lidschatten oder sowas, ne? Müssen wir mal gucken, wie die Farbe hier ist. Die ist schön. Doch, die ist wirklich hübsch. Das ist so ein, ja, Bronzeton, würde ich mal so sagen. Hier haben wir auch so ein kleines Pöttchen. Dürfte auch eine Originalgröße sein. Und wow, ist aber kein Creme. Also vielleicht Cream to Powder, aber das erinnert mich auch so ein bisschen, dieses Pöttchen, an damals. Wisst ihr noch von Love? Da gab es doch auch so welche. Und hier haben wir auch ganz krassen Sparkle drin. Wenn man halt so richtig dunkle Smoky Eyes schminkt, kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Solo wäre der mir ein bisschen zu dunkel. Das ist hier hinten nämlich ein bisschen heller noch abgebildet. Vielleicht finden wir hier aber noch eine weitere Farbe davon drin. Keine Ahnung. Nikolaus, der 6. Dezember. Das darf gerne was Besonderes sein. Eigentlich bei dem Wert muss alles was Besonderes sein. Das ist das My Way Eau de Parfum von Armani mit 7 Millilitern als Miniatur. Das meine ich nämlich, ne? Hier haben die so einen kleinen Karton drumherum, bei dem anderen leider nicht. Das ist ein sehr schöner Duft, den habe ich auch in Originalgröße da. Sehr gefällig, sehr leicht und luftig. Ein wunderschöner Frühlingsduft, den ich auch sehr empfehlen kann. Und das ist jetzt nicht unbedingt so eine Miniatur, wo man denkt, okay, die habe ich jetzt noch nie irgendwie in Parfümerien-Adventskalendern oder so gesehen. Aber es ist ein sehr schöner Duft, der als Pendant zu dem C ganz gut hier drin aufgehoben ist, glaube ich. Na, guck mal, am 7. Dezember haben wir, glaube ich, noch so einen Lidschatten drin. Und zwar in der Farbnuance 5. Ja, das ist jetzt mal so ein bisschen mehr in eine hellere Richtung, würde ich jetzt mal so tippen, wenn ich das hier hinten sehe. Also etwas, was ich dann genau eher auch als tragbar sehen würde. Das sieht sehr, sehr hübsch aus, ne? Ja, ich swatch es mal. Oh, das ist wirklich sehr, sehr weich. Krass, okay. Und das kann ich mir auch gut als Mono vorstellen, ne? Auch wenn ich persönlich jetzt nicht so die Mono-Queen bin, fühlt er sich schön an. Das ist ein schöner Ton. Ich habe den jetzt auch nochmal über dem Highlighter geswatcht. Läuft bei mir aber trotzdem, ne? Den mag ich auf jeden Fall sehr gerne leiden. Der ist gefällig. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich, ja, wir haben hier auch ein paar Originalgrößen drin, aber ich finde, es darf hier gerne noch ein bisschen mehr krachen. Es ist ja auch wieder eine Miniatur. Und zwar haben wir hier einen eher aquatischen und wirklich sehr leichten Duft, das Aqua di Gioia. Auch hier haben wir, glaube ich, hier sind 5 Milliliter drin. Aber ich glaube, das ist etwas, was man jetzt noch nicht so häufig in irgendwelchen Adventskalendern gesehen hat. Deswegen finde ich das schön, dass es hier mit drin enthalten ist. Und ich weiß nicht, ob das hier oben drauf auch ein echter Stein ist. Würde bei dem Preis, glaube ich, wirklich Sinn machen. Direkt daneben dürfen wir uns in der Nummer 9 über das nächste Produkt freuen. Ist das die Passione, die neueste Variante? Nee, da gibt es, glaube ich, noch eine weitere, einen anderen Flanker nennt sich das ja, ne? Auch ein Eau de Parfum mit 7 Millilitern haben wir hier drin. Das dürfte dann nochmal ein bisschen mehr in die schwerere Richtung gehen. Ich glaube auch in die fruchtigere Richtung. Und das sieht natürlich auch wunderschön aus, ne? Einmal dieser Flakon und dann auch in dieser wunderschönen, in diesem kleinen süßen Karton, ne? Ist schon schön und ihr merkt, ich bin sehr ehrfürchtig bei diesem Adventskalender, weil 355 Euro, das hast du nicht mal eben so über, ne? Also das ist schon krass. Wie wird es wohl in der Nummer 10 weitergehen? Das werden wir gleich sehen. Okay, unser Augenlook wird immer weiter komplettiert. Hier ist der Longwear Luminous Liquid Eyeshadow in der Farbe 56S mit sage und schreibe 3,9 Millilitern drin. Warum auch immer man nicht auf 4 voll gemacht hat. In der Farbe Mahogany. Also das wird so ein bräunlicher Ton sein. Oh, wow. Das ist natürlich super crazy. Ich finde, dass der sogar noch irgendwie so ein ja, wie Mahagoni halt, ne? So ein Rotstich mit dabei hat. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Aber das kann ich mir auch in Kombination mit den anderen beiden Augenprodukten gut vorstellen. Aber es ist alles schimmernd, ne? Da haben wir noch nichts irgendwie, was matt ist, wobei man da auch einfach den Bronzer, den man eh verwendet, mitverwenden könnte. Der 11. Dezember ist die erste Schnapszahl und hier haben wir auch wieder ein Büchslein drin. Longwear Vivid Color Lipstick Lip Power in der Farbe 104 mit 3,1 Gramm ist hier drin. Selfless. Selbstlos. Das sieht einmal so aus und das wird dann ein Lippenstift sein. Ich habe von Armani auch wirklich nur so kleine Geschichten bislang gehabt. Oh, das ist aber auch eine schöne Farbe, ne? Das ist ein sehr tragbarer Alltagston. Das finde ich hübsch. Und ich swatche natürlich nicht alles, weil ein Großteil ja auch weiter verlost werden soll, ne? Also das ist nicht alles nur für mich dann immer, ist klar. Und so ein paar Sachen swatche ich. Und dann könnt ihr gerne, wie gesagt, bei Nicole vorbeischauen. Wahrscheinlich hat sie das eine oder andere auch geswatcht. Die erste Halbzeit, die Nummer 12, enthält, glaube ich, auch wieder eine Miniatur. Das ist auch ein
My Way als Parfüm. Das andere war auch ein Eau de Parfüm. Okay, ist das vielleicht intensiver oder so? Weiß ich nicht. Hier sind auch 7 Milliliter drin enthalten. Da scheint es dann auch noch Unterschiede zu geben. Okay, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ah, okay. Das ist nämlich auch nochmal so ein bisschen bläulicher eingefärbt. Ich glaube, das ist das Intensive. Das ist dann nicht mehr so luftig, locker, leicht, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr floral, bam in your face. Die Duftnoten habe ich euch ja so oder so eingeblendet. Ja, ist für Miniaturenliebhaber hier auch richtig abgefahren. Ne? Du hast jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Miniaturen. Das ist schön. Aber um den Preis zu erreichen, braucht es dann noch ein bisschen mehr. Hier haben wir jetzt den 13. Dezember. Oh Gott, jetzt fängt sie richtig an zu reimen hier. Das ist auch mit 3,1 Gramm Lip Power Longwear Vivid Lipstick und zwar in der Farbe 206 Cedar. Oh, Cedar. Das wird ein richtiger Braunton sein. Also das hätten die auch ein bisschen anders aufteilen können, weil manche Sachen, dann hast du Miniatur hinter Miniatur oder sowas, noch eine Miniatur, sowas, ne, finde ich ein bisschen lieblos irgendwie. Also auch hier die gleiche Verpackung wieder, das sieht schon hübsch aus, ne. Und, ja, das ist natürlich jetzt nochmal in die rötliche, bräunliche Richtung, ein bisschen intensiver, aber durchaus sehr, sehr hübsch. Würde mir jetzt, glaube ich, nicht ganz so sehr stehen, weil ich nicht so diese dunklen Lippen gut tragen kann, ne? Aber das ist schon eine schöne Farbe. Und wenn ich jetzt hart wäre, müsste ich sagen, na, aber wir haben jetzt auch schon 3 Augenprodukte, wir haben auch schon 3 Lippenprodukte. Eigentlich dürfte das jetzt nicht noch weiter gedoppelt werden. Bei Miniaturen sind wir nicht so, ne? Das weiß ich ja. Hier ist der 14. Dezember und das sieht mir nach irgendeiner Probe leider eher aus. Tatsache. Ja, Lip Maestro Intense Velvet Color in der Farbe 400. Ja, 1,5 Milliliter. Nee. Das ist schade, Leute. Das ist wirklich schade. Das ist wahrscheinlich auch ein Sample Not For Sale, ne? Das darf in diesem Adventskalender, da steht hier Sample Not For Sale drauf, das darf nicht sein. Nee, das finde ich ja gar nicht cool. Nee, wirklich nicht. Also schöne Farbe, schönes Weihnachtsrot, trägst du vielleicht auch nicht ganz so häufig, aber ey, wow. Am 15. Dezember haben wir die nächste Miniatur. Noch ein My Way gibt es wohl. Da weiß ich aber nicht, was das für eine Variante dann sein soll. Das ist natürlich schade. Ich glaube, hier haben wir auch 7 Milliliter drin, genau. Eau de Parfum Intense. Ah, okay. Also haben wir das normale My Way. Wir haben das als Intense und wir haben das als Le Parfum. Keine Ahnung. Ja, crazy. Ist auf jeden Fall ein schöner Duft. Hätte ich das jetzt in 3 verschiedenen Varianten hier gebraucht? Irgendwie nicht. Ich glaube, am 16. Dezember erwartet uns auch wieder eine Originalgröße. Hatten wir diese Art schon? Longwear Vivid Color Lipstick. Ja, hatten wir. Das ist quasi der dritte im Bunde. Da hatten wir ja auch schon 2 verschiedene andere Farben von. In der Farbe 405 Sultan. Das ist dann vielleicht noch Rotton oder so. Ne? Die kennen wir ja, die Umverpackung. Nee, sehr, sehr ähnlich zu dem, den wir vorher auch hatten. Ne? Zu dem Mahagoni oder wie der hieß. Hieß der Mahagoni? Nee, der hieß Cedar. Also das darf dann eigentlich nicht sein. Guck mal, wie wenig unterschiedlich die sind. Nein, also in so einem Adventskalender so eine Art von Doppelung zu haben, finde ich sehr, sehr schade. Die haben, glaube ich, eine etwas höhere Farbrange als das. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und das finde ich halt auch wieder schade, ne? Dass du da nicht mal das Produkt in der Umverpackung drin hast. Ich glaube, das ist ja auch wieder ein Eye-Tint. Wir hatten ja auch schon so ein Eye-Tint, aber warum macht man das nicht in die Verpackung rein? Also das finde ich wirklich sehr, sehr schade, auch wenn die Farbe sehr hübsch ist. Ne? 11S62X600, herzlichen Glückwunsch, aber so sieht man halt nicht mal oder kann man nicht mal lesen, wie die Farbe heißt. Das ist auch wieder so ein duochromatischer Ton, dass du sowohl dieses Gold mit dabei hast, aber auch so ein Hauch Rosé sehe ich da mit drin. Wunderschön, auf jeden Fall, aber so in dem Adventskalender finde ich das wirklich mau. Schade. Auch wenn es eine Originalgröße ist, ne? Der 18. Dezember, ich habe es gerade schon durchgelesen, enthält wieder eine Miniatur von My Way. Wie viele Flenker gibt es denn davon? Ja, die Weihnachtswoche wird mit dem Floral eröffnet. Schön, ein Eau de Parfum mit 7 Millilitern. Das wird dann auch nochmal in die blumigere Richtung gehen. Aber ganz ehrlich, so super krass unterschiedlich werden die doch gar nicht vom Duft her sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann 4 Stück davon reinzupacken, finde ich wirklich schade. Weil Armani hat andere Düfte. Das kann man doch da reinmachen. Man kann die Leute doch glücklich machen, vor allem, wenn die so viel Geld auf den Tisch legen, oder? Der 19. Dezember. Hier haben wir ein kleines Pöttchen drin. Das hätte ich so nicht erwartet. Die Crema Nera Supreme Reviving Cream. 5 Milliliter sind hier drin. Natürlich wird das seinen Wert haben, aber ich möchte in einem Adventskalender, der, ich sag mal, über 200 Euro kostet, ne? Eigentlich nichts drin haben, wo drauf steht,
Sample not for sale. Und da reite ich ja normalerweise nicht drauf rum, weil ich auch immer sage, alles hat seinen Wert, alles hat seinen Preis und so weiter, was ja auch so ist. Aber trotzdem finde ich das sehr, sehr schade eben für den Konsumenten, dass wenn du da so ein kleines Tiegelchen drin hast, du immer wieder vor Augen geführt bekommst, was du halt dafür bezahlt hast. Auch am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, haben sie sich die Umverpackung gespart. Und das hätte hier reingepasst. Also die können mir jetzt nicht kommen mit von wegen hier, wir hatten einfach keine Größenkapazitäten dafür. Das ist nämlich auch hier ein Eyes to Kill Stella und hier haben wir die Farbe 2 drin enthalten. Bouncy High Pigment Eye Color ist es übrigens, ja. Und auch hier haben wir jetzt, glaube ich, nicht so eine mega krasse Farbabstufung mit dabei, aber das ist meiner Meinung nach eine wunderschöne Farbe, was ich so sehe. Auch hier, ne, wieder so ein Bronze-Tönchen. Das, was ich hier ja schon geswatcht habe, ging dann mehr so in die rosane Richtung. Ja gut, aber es ist halt total blöd, wenn hier nicht die Umverpackung mit dabei ist. Finde ich persönlich, macht einen komischen Eindruck. Der 21. Dezember. Das ist, glaube ich, das, was ich meinte. Das C. Passione Eclat Eau de Parfum mit 7 Millilitern. Ich glaube, das ist die neueste Richtung, die die so haben. Weswegen ich das schön finde, dass es hier drin ist, wenn es das ist, was ich hoffe. Das riecht auf jeden Fall super, super schön. Und das hat man auch tatsächlich in anderen Adventskalendern noch nicht ganz so häufig gesehen. Und deswegen finde ich das schön. Ja, ne? Ach, die Nummer 22 wird mich hoffentlich glücklich machen, weil auch hier haben wir wieder was original Großes, Eingepacktes. Na, guck mal. Die können tatsächlich Full-Size-Mascaras hier reinmachen. Feiere ich sehr. Das ist die Excentrico Instant High Volume and Definition Mascara mit 10 Millilitern. Genau so. Genau so hatte ich das erwartet, aber eigentlich tatsächlich bei jedem Produkt, außer bei den Miniaturen, das weiß ich wohl, aber halt bei den Mascaras und bei den Lippenprodukten. Naja, so schaut auf jeden Fall die Umverpackung aus und da bin ich mal gespannt, wie die so sein wird, ob die besser als die Eyes to Kill ist und so, ne? Oha, die sieht sehr vielversprechend aus. Erinnert mich auch ein bisschen an eine Mascara, die ich schon mal als Probe irgendwo von Chanel hatte. Die hat so ein Gummibürstchen, was aber auch irgendwie so Noppen mit dabei hat. Kennt ihr zum Beispiel diese Spieluhren von damals, wo man halt drehen konnte? Die hatten wir im Schwarzwald Adventskalender auch mit dabei, Schwarzwald Radio. Und da sind dann immer so Noppen drauf gewesen und dann hatte man quasi so ein, ne, Pinne, die rausgeguckt haben und dann so da drüber gefahren sind und Musik gemacht haben. So ähnlich, finde ich, sieht das aus. Ein Tag vor Heiligabend kommt nochmal eine Miniatur zu uns, aber leider nicht von einem Parfum, sondern Crema Nera, die Light Reviving Eye Cream mit 5 Gramm. Also ich habe persönlich noch keine Gesichtspflege von Armani getestet. Das ist jetzt halt die Möglichkeit für mich, was ich sehr schön finde, um dann halt auch in verschiedenen Preiskategorien euch was zu empfehlen oder entfehlen, ne? Aber ich finde, dass dieses Pöttchen sehr, sehr billomäßig aussieht. Ich finde, das sieht sehr, sehr abgegriffen aus, ne? Diese matten Stellen da dran finde ich nicht so schön. Ich weiß nicht. Klar, das wird seinen Preis haben, seinen Wert haben, aber nee, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die hier in so einen Adventskalender halt irgendwie zusehen, da auch Originalgrößen reinzumachen. Heiligabend, Leute, der 24. Dezember ist jetzt hier bei mir. Spoiler, es ist schon mal ein Produkt, was nicht nochmal eingepackt ist, auch wenn es tatsächlich platztechnisch die Möglichkeit sicherlich gehabt hätte. Und hier haben wir ein Liquid Lipstick, glaube ich, drin. Lip Maestro Satin 01 62X 300 mit 4 Millilitern. Das ist eine Original Größe. Das ist ein schöner Ton, ne, der so ein bisschen nude-mäßig ist, aber dann auch mit so einem Rosé-Touch mit dabei. Das kann sicherlich wunderschön aussehen. Ich persönlich verwende halt nicht so gerne matte Lippenprodukte und das ist das Highlight von dem Adventskalender. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, dieser Adventskalender ist nicht unbedingt dafür da, um halt Neukunden zu gewinnen oder jemanden groß glücklich zu machen, um das mal so zu sagen, sondern eher um ein Statement zu setzen, so nach dem Motto, ja, wir sind Giorgio Armani und wir hauen einen Adventskalender für 355 Euro raus. Ich weiß es nicht. Ist es ein Statussymbol? Ist das irgendwie, weiß ich nicht. Du hast hier schöne Produkte mit dabei, aber was mir halt nicht gefällt, sind die farbgebundenen Sachen. Mir gefällt es nicht. Diese ganzen Doppelungen also oder Ähnlichkeiten mit dabei, diese ganzen Mini-Produkte, die hier auch mit drin enthalten sind, was einfach ziemlich uncool rüberkommt, finde ich persönlich. Also bei 355 Euro darf kein Sample Not For Sale drin sein. Da darf eigentlich auch keine Reisegröße drin enthalten sein, abgesehen von Duftminiaturen. Da muss meiner Meinung nach in der 24 ein richtiger Klopper rein, wie zum Beispiel eine Full Size von einem Parfum. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, dass dieser Adventskalender nicht so wirklich konsumentenorientiert ist. Und ich persönlich würde ihn auch nicht unbedingt empfehlen, weil er einfach viel zu
teuer ist. Also da kann man sich besser andere Sachen anschauen. Da kann man sich die Produkte, die man wirklich haben will, einzeln kaufen. Nee, also für mich ist dieser Adventskalender eigentlich sogar fast eine Frechheit. Ich weiß nicht. Also ich finde es schwierig, sehr schwierig, Leute. Also ja, ich bin anfangs sehr euphorisch und ehrfürchtig gewesen. Hatte dann auch am Anfang so ein paar Yay-Momente, aber am Ende denke ich mir, nee, das braucht man nicht. Dafür gibt es einfach so viele, so schöne andere Adventskalender auf dem Markt, wo man sich dann vielleicht für dieses Geld 4, 5 Adventskalender verkaufen kann oder halt genau die Produkte, die man haben möchte. Also das hier ist für mich ein absolutes Oh-mein-Gott-Produkt. Genauso auch die einzelnen Cremes hier, diese unverpackten Sachen finde ich einfach nicht cool. Und auch eine Probemascara, vor allem wenn dann auch da überall noch For Sale draufsteht, das ist doch blöd. Also bei dem Preis beschwere ich mich darüber. Wenn dieser Adventskalender vielleicht, ich sag mal, 200, 250 Euro gekostet hätte, hätte ich hier nicht gesessen und genölt. Aber bei dem Preis muss man wirklich halt auch echt 5-mal, 6-mal, 7-mal überlegen. Und wenn man dann sieht, was da drin enthalten ist, ist das, glaube ich, uncool, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!